So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's bei Minecraft Feed the Beast Daybreak Horizon 2. Wie ihr hören könnt, hört ihr nix. Ich habe geschwind den Soundmuffler hier unten hinbaut. In den letzten 2 Sekunden. Und jetzt schaut mal, was hier oben gerade passiert. Das Ding hat anscheinend ein riesen Inventar. Weil jetzt bekomme ich einen Haufen Sand raus. Das heißt, das ganze Zeug, was wir reingeschmissen haben, an Cobblestone wird jetzt alles zu Sand verarbeitet. Schön. Halt Blaze Promenaden reinschmeißen, weil das wird einfach vernichtet. Naja. Das passt aber dann auch. Von dem her, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen jetzt mal ein paar Conveyor Belts machen. Mal zum Testen, wie die aussehen. 3 von denen. Ah, jetzt haben wir schon wieder keinen Exchange-Wert. Und da wir gerade hier Scheiße gebaut haben, wird es ein bisschen dauern, bis da wieder das gute Zeug rauskommt. Nämlich genau volles Inventar voll. Yeah. Das kann ewig dauern. Scheiße. Da habe ich es ordentlich verbockt. Aber das lassen wir mal laufen dann so lang. Theoretisch können wir. Ja, das Eisen jetzt einfach mal hier. So, Table. Wie laufen die? Wie funktioniert denn das? Hui! Okay, alles was da drauf geworfen wird, wird automatisch so weitergeführt. Wir haben ja ein bisschen Cobblestone dabei. Nicht das ups, theoretisch dann einfach. Ach komm. Was war die Key fürs Umswitchen? Ach komm. Clock Galactic Craft Hardcore Journey Map Matter Overdrive Mechanism. F-Force. Boah. Brauchen wir wahrscheinlich einen Dropper. Mal gucken. Okay, das läuft schon mal. Mach das Ding aus. Nein, 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 nein. Oh Gott. Eieieiei. Aber wir können jetzt eine Dia-Rüstung eigentlich machen. Weil die kostet ja jetzt gerade gar nichts. Jetzt auch wieder eine Möglichkeit. Das brauchen wir eigentlich nur zum Regulieren, das ist jetzt nicht. Ich dachte schon gerade, es läuft in die andere Richtung, weil von unten sieht es natürlich andersrum. Kann ich das nach unten bauen? Ja, kann ich. Holt es sich aus Zeug automatisch vielleicht aus dem Chest? Probieren wir es aus. Chest, die kann ich gerade eh nicht bauen. Halt, rechts. Na komm. Ich brauche einen Blizzrod oder irgendwas. Wird nicht automatisch rausgesaugt. Schade. Hey, ich wollte in der. Ich will nicht in der Mixer. Oh, das können wir gut bei unserer Mobfarm nehmen. Die Teile. Haben die ein EMC? Nein, kein Exchange mehr. Oh, schade. Dann, was können wir mit denen machen? Können wir Bells are in easy way to. Why they are strong enough to move living creatures like hard license with one item on top them will have to should be let into an inventory the item will be inserted. Blocks like hoppers will be able to drop items onto the belts. Use an engineering hammer to rotate the belts, right click or adjust one. Alright, yeah, okay.
Wo haben wir den Hopper hin? Ich hatte doch einen. Ich glaube, den habe ich umgewandelt. Scheiße. Nein, da ist schon zu Fleisch. Da ist auch nichts in der Richtung, denn muss halt wieder ein bisschen Lapis dran glauben. Hopper, Chest, okay. Einfach, dass das cool aussieht. Nein, runter. Boah, das Ding will mich umbringen. So. Halt. Danke. Gerettet. Ah! Ich will hier eine lustige Konstruktion bauen. Lasst mich. Halt, wahrscheinlich müssen wir Hopper. So oben drauf. Dann machen wir das anders. Moment. Ups. So. Wir brauchen ganz viele Belts. Dann machen wir so ein bisschen eine Rutsche. Ja, das passt schon. Jetzt müssen wir nach unten. Wir brauchen aber Leder. Machen wir. Na, 9 Hände reicht, scheiße. Iron. 2, 4, 6. Und Redstone. Kann wer aber jetzt. Zack, 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 zack. Und dann hier rüber, genau. Ne, das war schon zweit. Ich will nicht, dass es hier mitfährt. Ne, darunter liegt's. So. An. Okay, das war falsch. So. Power-Modus aus. So. So. Dann hier direkt runter. Regular wenigstens wieder anschalten. Na, falsch. Blöd. Nein, 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 nein. Mitkommen. Ist immer noch am Ding produzieren wahrscheinlich, ja, am Sand produzieren. Ja, da haben wir Scheiße gebaut. Na, würde ich sagen, muss doch anders hier, genau. So, einmal hier runter. Dann einmal hier runter. Dann einmal. Na komm. Lass mich raus. So. Das war so. Dann. So. 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 Dann kommt hier der Hopper drauf. Hier kommt die Chest oben drauf.
Und dann probieren wir es einfach. Maximum an Blaze Rods. Hey! Sieht doch cool aus. Einsammeln, scheiße. Nein. Shift, right. Shift, right. Ah, jetzt. Jetzt müsste es auch funktionieren. Power Mode. Nur so zum Spaß. Jop. Jetzt funktioniert's. So, und dann hätten wir das auch für dich. Hey, ich hätte sogar noch einen Compact Draw. Dann können wir da die ganze Scheiße speichern. Vor allem, ne, den Sand nicht. So, Sand kommt da alles rein. Welcher Depp schmeißt da so viel Sand da rein? Einer, der keine Ahnung davon hat. Okay. Genug rumgeblödelt. External Heater. Das ist ja. Okay, das war das Ofen erweitern. Ein Excavator. Better than found. Ist not one of the final modern. So dig up minerals from veins. Return after the deck seems a complex structure which requires. Ja, ein bisschen viel Energie. Hat. First place the bucket waste. Ach, das ist so ein Tunnelbohrer. Holy shit. Das Ding sieht geil aus. 12 Stahlblöcke. Light Engineering Blocks. Heavy Engineering Blocks. Steel Scaffold. Oh, geil. Jetzt wissen wir, was wir als nächstes vorhaben. Wenn der Sand durch ist. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Deswegen würde ich sagen. Oh, danach kommen ein Haufen Blaze Rods. Ich habe ja schon wieder einen Haufen reingeschmissen. Gibt es einen Junk Loader hier? Junky Loader ist da. Gold Enderperle. Alles zu wenig. Kann ich den eigentlich drehen? Also, das wäre noch eine. Aufgabe Immersive Ending Wooden Post Extension. Okay, Steel Trapdoor, Redstone Wiring. Auch alles schön. Power Winer. High Voltage. Thermoelectric Generator. Ich finde einfach. Die Energieversorgung ist einfach das Beste. Improved Windmill. Das könnte man jetzt mal gucken. Add Massive Engineering. Da brauchen wir zuerst mal das Zeug und das Industrial Hemp. Und da habe ich keine Ahnung, wie man es herstellt. Scheiße. Jetzt ein EMC-Wert. Nein. Aber Hemp. Hemp-Fiber. Müssen wir gucken. Aber eigentlich so teuer kann es ja nicht sein. Ah, das war lauter von dem Öl. While it is a more price to require made industrial hemp. Break tall grass to acquire hemp seeds. Okay. Jetzt wissen wir, wo wir es herkriegen. Ich bin ein Trottel. Na, schauen wir mal. Ob wir schon Hemp Seeds haben.
Hembels an das Sofa. Da hat man sogar direkt Hemp-Seeds. Watering Can. Gibt's auch. Eisenbaumüll und eine Bowl. Die Bowl macht man mit Holz. Wie gesagt, ich hab, wer meinen Livestream gesehen hat, oh scheiße. Der weiß, wie ich mich da verzettelt hab. Oh, der kann er mir, weil er voll ist. Glas, da müssen wir ganz hoch in Glas gehen. Glas holen, da ein paar Flaschen machen. Ach scheiße, schon wieder bei einer Viertelstunde. Zeit geht viel zu schnell rum. Jetzt. Machen wir es am schnellsten. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt zuerst mal. Rups. Das ganze Zeug hier raus. Dann haben wir mal genügend für dreimal Holz. Nein. Ach, Iron hat auch einen Tee. Dann noch Bone Meal. Ach komm, du Drecksviech. Schreck mich doch nicht so. Ich hab kein Bone Meal, aber ein Bone. Zack. Dann einmal eine Schüssel. Das hier und fertig ist unsere Gießkanne. Ho 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 brauchen wir noch. Ne, ho, das heißt, wir holen Dias. Wir holen keine Dias, wir holen Eisen. So schreibt man kein Eisen. Dann Stickies. Eisen hole ich eigentlich auch schon eine Verschwendung. Weil die hat echt keinen. Hat wirklich einen besseren Effekt oder sowas. Wie sieht es mit Monster gerade aus? Nix da. Sehr gut. Ja, nimm irgendwas, was am besten gleich kaputt geht, wenn es öfter, man es öfter benutzt. Und der Sprachfehler schauen wir da. Ich sehe keinen Creeper, der mir auf den Sack gehen will. Einmal Hempy. Und Wasser kann ich voll machen. Und los geht's. Spinne, verpiss dich. Sonst muss ich dich umbringen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Hemp, damit wir das bessere Rad mal machen können. Da ist ein Zombie-Pigman aus dem. Komm. Na komm, hüpf ins Wasser. Schwimmen tut gut. Naja, wenn du meint. Ist ja nicht aggro auf uns. Ah, so kriegt man das. Sehr geil, da kriegt man auch ganz schön viel raus. Also nicht schwer, das zu bekommen. Und Hemp Seeds bekommt man auch noch dazu. Falsch. Eins weiter. Alles wachsen, Kids. Dann können wir da einen Haufen Hemp-Seeds rausholen. Seeds und die Schnüre. Dann geht es ja ganz easy. Aber mein Magnet-Mode regt mich gerade auf, dass ich den nicht habe. Ja, okay, ich darf den eigentlich auch nicht haben. Wenn ich da oben immer die Sache so reinschmeiß. Ich doch dann. Halt, den kann man doch einen ausschalten, nicht voll pfosten. Mach ich dann eigentlich so ein Geschieß draus? Wir haben gerade 20. Ach, schauen wir mal in die Back. Da ist mein Magnet Mode. Alles weg, was wir nicht brauchen. So, alles mal wachsen lassen. Du haust besser hier ab, wenn du auf meine Setzlinge rumhüpfst. Da habe ich überhaupt keine Böcke drauf.
Ach, scheiße, 20 Minuten sind wir. Müssen wir langsam Schluss machen. So, sonst kriegst du nicht hochgeladen. Nur rechtzeitig. Naja. Das schaffen wir schon. Hemp, hemp, hemp. Industrial Hemp. Gibt's auch nicht Industrial Hemp oder was? Das wächst ja echt wie Unkraut. Da können wir echt in der nächsten Folge ein besseres Rad machen. 48 haben wir schon. Das ist jetzt Industrial, ja. Das passt schon. So. Ich würde sagen, so ist okay. Ein bisschen Gammelfleisch. Alles da rein, was... Na, das hat keine Exchange-Werte. So. Was wir gerade nicht brauchen, die Hemp-Seeds zum... Oh, der Hemp-Seeds-Dinner. Schauen wir mal, ob vielleicht der Ding schon fertig ist mit dem ganzen Cobblestone. Dann brauchen wir sowieso einen Haufen Holz. Das ist aber jetzt eigentlich auch scheiße. Ich falle hier rein und komme direkt aufs Fließband. Ach komm. Oh nö. Mann. Da habe ich echt ordentlich Scheiße gebaut. Dann brauchen wir etwas Finity. Water Wheel wäre eigentlich auch cool. Da könnte man so eine richtig schöne Wassermühle bauen. Improved Windmill, da könnte man dann auch so eine schöne Windmühle bauen. So eine Holland-Style. Ja, da kann man schon was Schönes draus bauen. Von dem her, da haben wir noch Zeit, keine Angst. Wenn die Scheiße hier durch ist. Das wird eine Ewigkeit dauern. Von dem her. Bisschen weniger haben wir jetzt diese Folge geschafft. Naja. War halt auch ein bisschen rumgeblödelt. Aber wir kommen schon vorwärts. Squeezer läuft. Nicht Squeezer. Das Ding läuft jetzt 1A. Oben haben wir genau einen Haufen Energieproduktion. Eine lustige Reihe, wo wir es hier rum transportieren können, haben wir auch. Sulfur. Alles da rein. Ich glaube 512 geht da bloß rein. Scheiße. Das ist gar nicht so toll. Naja. Da kann man noch ein bisschen warten, bis es abgelaufen ist. Das könnte man eigentlich ja direkt anschließen, dass das genügend Energie hat. Vor allem. Das Ding ist die ganze Zeit voll. Und keiner von meinen Energiedinger wird leer. Also wir haben genügend Energie im Moment. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal die Windmühle. Und gehen ein bisschen farmen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.